Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Gesundheit im Gespräch, heute mit dem Thema die Polyneuropathie. Was ist das? Die Polyneuropathie ist ein Komplex voller Symptome, zum Beispiel Schmerzen, Taubheitsgefühl, Kribbeln in Händen, Füßen oder Beinen und so weiter. Die Polyneuropathie hat viele Ursachen, manchmal findet man gar keine Ursache. Manchmal muss man aber auch die Polyneuropathie von anderen Erkrankungen abgrenzen, zum Beispiel von den unruhigen Beinen, den Restless Legs. Die Polyneuropathie betrifft viele Leute. Wir sehen es ja heute, sie sind so zahlreich gekommen wie eigentlich sonst nie. Und deshalb haben wir dieses Thema uns auch heute für die Veranstaltung gewählt und Experten eingeladen. Die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Begrüßen Sie mit mir von links nach rechts den Herrn Michael Heuer. Er ist Physiotherapeut in der Paracelsus Elena Klinik, zeigt auch gleich einige Bewegungsübungen und ist deshalb eingeladen worden, weil wir ein Überthema über alle unsere Veranstaltungen in diesem Jahr haben, nämlich sich Regen bringt Segen. Dann begrüße ich recht herzlich Herrn Giebeler, Herrn Rolf Giebeler. Er ist betroffen von der Polyneuropathie. Ich begrüße Herrn Dr. Jens Ebenteuer. Er ist Oberarzt in der Paracelsus Elena Klinik und vertritt heute die Frau Professor Trenkwalder. Herrn Peter Ochs darf ich auch begrüßen. Er moderiert die heutige Veranstaltung. Herrn Professor Andreas Färber, er ist Chefarzt der Neurologie im Klinikum Kassel, und Herr Ingo Niemetz, Dr. Ingo Niemetz, ist niedergelassener Internist und vertritt heute den niedergelassenen Hausarzt, ist aber selbst auch Facharzt. Vielen Dank, liebe Referenten, lieber Herr Ochs, dass Sie heute gekommen sind. Ich bedanke mich auch bei unseren Gebärdensprachlerinnen. Ich bedanke mich bei Clip Media, die heute diese Sendung aufnehmen, komplett aufnehmen und, wie ich eben schon gesagt habe, im Internet zu finden ist nächste Woche unter www.gesundheitimgespräch.de. Außerdem im offenen Kanal am Dienstag um 19 Uhr. Also diejenigen, die jetzt noch da hinten keinen Platz gefunden haben, können sich, wenn sie mögen, auch zu Hause diese Veranstaltung heute, die aufgezeichnet wird, ganz komplett anschauen. Ich möchte mich natürlich auch bei meinem Team bedanken, dem Gesundheitsamt, die die Veranstaltung vorbereitet haben. Ich möchte mich bei der Techniker Krankenkasse bedanken, die ist heute unsere Patenschaftskrankenkasse, und darf in eigener Sache Sie noch einladen, und zwar im Namen der Selbsthilfegruppen und im Namen der KISS, der Kasseler Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, für den Selbsthilfetag, der am 24. August von 10 bis 16 Uhr am Rand des Friedrichsplatzes stattfindet. Dazu möchte ich Sie gerne einladen, würde mich freuen, wenn viele kommen. So, und nun denke ich, sollten wir anfangen. Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse. Sie können gleich auch Fragen stellen. Ich denke, das hat mir der eine oder andere von Ihnen ja gesagt, dass das ein ganz großer Wunsch ist. Und Herr Ochs wird das in gewohnter Weise moderieren. Und nun gebe ich das Mikrofon auch an ihn weiter und bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Frau Dr. Müller. Sie kennen alle Frau Dr. Müller, die Leiterin unseres Gesundheitsamtes in Stadt und Kreis Kassel. Ich möchte mich gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Ich bin begeistert über die große Resonanz. Dieser Saal war noch nie so voll. Aber das ist natürlich schade für alle, die keinen Sitzplatz bekommen haben. Wir konnten es wirklich nicht ahnen, wie viele Leute heute kommen wollten. Also Frau Dr. Müller sagte schon, wir werden das Thema im nächsten Jahr wieder aufgreifen. Schauen Sie auch nochmal rein im offenen Kanal oder im Internet. Ich möchte erreichen, dass viele Fragen heute geklärt werden, dass auch Sie Fragen stellen können. Deswegen möchte ich gleich Herrn Dr. Niemetz bitten, zu beginnen.
damit Zeit übrig bleibt. Ganz einfach. Gehen Sie nach vorne. Das ist der Angebot. Schönen guten Abend, mein Name ist Ingo Niemetz. Ich darf mich kurz bedanken für die Einladung, Frau Müller. Ich bitte um. Gut. Können Sie mich jetzt verstehen, besser? Wunderbar. Mein Name ist Ingo Niemetz. Ich darf mich für die Einladung bedanken, Frau Müller. Noch lauter, wunderbar. Also, ja. Ich hoffe doch, ja. Ich mache weiter, wunderbar. Ich darf den Part des niedergelassenen Arztes vertreten. Im Endeffekt, der Großteil von Ihnen wird erstmal beim niedergelassenen Arzt mit den Beschwerden auftreten. Das heißt, das unausgewählte Patientengut kommt im Grunde erstmal zum Hausarzt. Und ich habe Ihnen einfach ein paar Folien nur vorbereitet, um das in das Thema einzuführen. Ich starte mal selbst. Na gut, wunderbar. Gut, also wir reden ja heute über die Neuropathien, die Polyneuropathien, nur zur Unterscheidung. Es gibt Neuropathien, die nennen sich autonome Neuropathien, also Neuropathien des autonomen Gewebes, also Herz-Kreislauf zum Beispiel oder Magen-Darm. Das ist heute Abend nicht das Thema. Da werden dann entsprechend meine internistischen Kollegen beteiligt, die Herz- oder die Magen-Darm-Ärzte. Heute Abend geht es um die peripheren Nerven, also die Nerven vor allem der Beine. Als Ursachen kann man das im Grunde kurz zusammenfassen. Die Hauptursachen habe ich mal in groß Ihnen dargestellt. Diabetes mellitus ist das Thema, was die meisten Neuropathien begründet. Dann kommen halt nochmal als wichtigere Punkte Alkoholmissbrauch, Vitaminmangel und Medikamente. Bei Medikamenten zum Beispiel auch Medikamente bei Krebserkrankungen nach Chemotherapie. Es gibt deswegen auch kleiner gemalt ein paar Erkrankungsformen, die eher speziell sind, also bei Infektionskrankheiten, vererbbare Krankheiten. Und es gibt ein paar Formen, die man gar nicht erklären kann, deswegen heißen die idiopathisch, also keiner hat die Ursache gefunden, wie die Frau Müller eben schon angedeutet hat. Um es kurz zusammenzufassen, gibt es einmal die Minussymptome, das heißt, es fällt was weg, was vorher da war. Also zum Beispiel eine Temperaturempfindung ist nicht mehr da. Ein Taubheitsgefühl, dass also ein Empfinden gar nicht mehr da ist. Und eben weil halt das Empfinden nicht da ist, kann es zu Wunden kommen, also indem man einfach oder Wunden nicht bemerkt, weil die keine Schmerzen mehr machen. Dann gibt es Plus-Symptomatiken, also es kommt was dazu, was eigentlich da nicht hingehört. Kribbeln, Stecheln, Stechen, Brennen, Elektrisieren, Wärme-Kälte-Missempfindungen, so ein Gefühl der Schwellung, Gefühl des Drucks oder des Eingeschnürtseins und halt, wenn Sie nicht mehr genau spüren, da ist auch eine Gangunsicherheit. Und es kann auch zu Muskelbeschwerden bekommen, dann im weiteren Verlauf, also Muskelzucken, Muskelkrämpfe, eine Schwäche und Atrophie. Damit ist gemeint, dass der Muskel sich abbaut, wenn er halt nicht mehr benutzt wird. Kommen wir zum Thema, was passiert überhaupt? Sie haben Beschwerden, Sie haben diese Sachen empfunden oder gespürt und kommen jetzt erstmal zum Hausarzt. Das Erste ist, überhaupt nachzugucken, was liegt vor. Also Inspektion, Füße angucken, was ist da los? Dann kann man mit der Stimmgabel testen, ob das Vibrationsempfinden noch da ist, also ob Sie noch ein Vibrieren spüren. Man kann mit so einem Art Plastikbindfaden, mit so einem Monofilament gucken, ob Sie die Empfindung überhaupt noch da haben. Man kann die Reflexe prüfen und man kann halt gucken mit so einem Art Stift, der Metall- und Plastikenden hat, ob Sie Wärme und Kälte unterscheiden können. Das ist erstmal die Einteilung, ob da überhaupt eine Neuropathie vorliegt und wie ausgeprägt die ist. Der nächste Schritt wäre eine Laborkontrolle. Ich hatte Ihnen ja eben schon mal die verschiedenen Ursachen angezeigt, einfach um, dass man schon mal einteilen kann, wo ungefähr das herkommen könnte. Das ist sozusagen die Basisdiagnostik beim Hausarzt oder in meinem Fall beim Diabetologen. Wenn das alles nicht weiterhilft, um das zu klären, wäre der nächste Schritt dann halt zum niedergelassenen Neurologen. Elektroneurographie ist halt so ähnlich wie ein EKG, halt in dem Fall ein Schreiben der Nerven. Geschwindigkeit, der Kollege würde gucken, wie eingeschränkt die Nerven sind. Und ich habe es unten nochmal dran geschrieben, dann kommt hinterher die Fragen des Krankenhauses, wie zum Beispiel eine Biopsie, eine Probeentnahme, wenn man bisher noch nicht weitergekommen ist. Zur Therapie, also die Basistherapie, sagte ich eben schon, ist im Grunde der Hausarzt zuständig. Also die Diagnostik erstmal beim Hausarzt. Im Grunde, wenn die Ursache gefunden worden ist, ein Diabetes, ein Vitaminmangel, wäre das auch erstmal Frage des niedergelassenen Kollegen.
Wenn der im Endeffekt jetzt Fragestellungen hat oder wenn er eine Verlaufskontrolle braucht oder eine weiterführende Diagnostik, wäre der niedergelassene Neurologe zuständig. Und wenn es dann halt im Grunde an die Spezialfälle geht, dann wäre halt entweder die stationären Stadtkrankenhaus Kassel hier zuständig oder wenn es um Abgrenzungen zu anderen Erkrankungsbildern geht, auch zum Beispiel die Elliner Klinik. Zur Therapie auch ganz kurz, wenn die Grunderkrankung bekannt ist, hat das natürlich Vorrang. Wenn ein Diabetes bekannt ist, würde man erst den Diabetes versuchen gut einzustellen und dann die Symptome zu behandeln. Wenn Vitaminmangel vorliegt, entsprechend auch erstmal den Vitaminmangel behandeln. Wenn die Grunderkrankung nicht bekannt ist oder nochmal dann hinterher, wenn das obere schon erledigt worden ist, wäre dann der Punkt der symptomatischen Therapie. Und hier gibt es im Prinzip verschiedene Medikamentengruppen, die man probieren kann. Es gibt einmal Medikamente aus dem Bereich der Antidepressiva, die Sie jetzt nicht bekommen, weil sie depressiv sind, sondern einfach, weil diese Medikamente auch auf die Nerven wirken. Dann gibt es Medikamente aus dem Bereich der Epilepsie-Therapeutika, die auch als Nebenwirkung sozusagen die Nervenschädigung behandeln. Wenn das alles nicht mehr hilft, würde man auf die Schmerzmittel im Endeffekt greifen, auch zum Beispiel auf die stärkeren Schmerzmittel aus dem Opium-Morphium-Bereich. Was umstritten ist, sind Sachen wie andere Medikamente wie Alpha-Liponsäure, Vitamingaben, Salben, Pflaster, Hochtontherapie, Magnetfeldtherapie. Da gibt es sicherlich Einzelfälle, wo ein Erfolg erzielt wird, aber das als generelle Therapie zu bezeichnen, ist zumindest von der Literatur her umstritten. Jo, das wäre mein Teil. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Niemetz. Da haben sich sicherlich schon viele Fragen ergeben, aber ich möchte Sie bitten, noch ein bisschen Geduld mit uns zu haben. Professor Dr. Ferbert wird jetzt den zweiten Part spielen. Kann man das auch rausnehmen, ja, ne? Oder? Ein bisschen mobiler. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf mich erstmal recht herzlich bedanken für die Einladung zu der Diskussionsrunde und starte mal direkt hier mit der ersten Folie. Eigentlich haben Sie alles Wesentliche schon gehört von Dr. Niemetz. Ich weiß gar nicht, was ich noch Neues sagen soll, aber manchmal ist das Gleiche mit anderen Worten gesagt dann doch noch mal etwas leichter verständlich und oder noch etwas einprägsamer. Also, wenn Sie sagen, mir kribbelt's in den Füßen oder mir tut es weh da oder ich habe eine Taubheit oder ein Jucken oder ein Kältegefühl, ein Wärmegefühl und so weiter und so fort. Oder als sei der Fuß in einem Schraubstock, dann sind Sie richtig hier, denn darum geht's. Polyneuropathie, was heißt das? Poly heißt viel, Neuros der Nerv und Pathos das Leiden. Also wenn viele Nerven leiden, dann bezeichnen wir das als Polyneuropathie. Der größte Fehler kommt vielleicht zustande, dass viele Menschen denken, ich bin an den Nerven krank, ich bin doch nicht psychiatrisch krank. Naja, Nerven sind natürlich auch im Gehirn, mit der hat es die Neurologie ja auch zu tun, aber hier haben wir es mit den sogenannten peripheren Nerven zu tun und da werden wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe das so ein bisschen eingeteilt hier, also immer wenn Sie diese Folie sehen, dann sehen Sie, jetzt sind wir beim Thema Symptome, später kommen dann diese kleinen Unterkapitel. Also jetzt erstmal zu den Themen Symptomen. So. Sie sehen, dass das ein bisschen anders formuliert ist. Wir haben es gerade gehört als Plus- oder Minus-Symptom oder als, ich glaube, Plus oder Minus haben Sie gesagt. Also man kann auch sagen Reizsymptome, brennende Missempfindungen an den Füßen oder das Gefühl, die Füße seien eiskalt, obwohl es eigentlich gar nicht kalt sind. Ich fasse mit der Hand dran, der Fuß ist eigentlich ganz normal warm, aber ich habe das Gefühl, die Füße seien eisig kalt. Oder dann Ausfallsymptome, also dass bestimmte Funktionen, die da sind, ausfallen. Ich spüre etwas nicht mehr, also fühlt sich einfach vermindert an, das Berührungsempfinden ist vermindert. Das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung für Sie, das so zu übersetzen. Ich hoffe, dass ich einigermaßen verständlich spreche und ja gut. Und dann vegetative Symptome haben wir auch schon. Achillessehnenreflex, das ist eben das, was man mit dem Hämmerchen auslösen kann. Neurologen identifiziert man ja meistens mit dem Reflexhammer und das muss der Neurologe natürlich dann auch
benutzen und da kann man auf den Achillessehnen, auf die Achillessehne hinten draufklopfen und da gibt es so eine kleine Gegenbewegung und das ist, das kann man eben nachweisen mit dem Reflexhammer. Kommt gleich als nächstes. Wann treten denn die Beschwerden auf? Naja, man kann sagen, also vor allem in Ruhe. Am häufigsten ist ja bei Diabetes, fangen wir nochmal mit der diabetischen Polyneuropathie an. Die Patienten haben abends Beschwerden und sie haben Beschwerden, wenn sie ins Bett gehen, wenn sie liegen und tagsüber, wenn sie einen Spaziergang durch die Stadt Kassel machen, ist es eben nicht so unangenehm. Bei vielen anderen Krankheiten ist es ja andersrum. Da kommen die Beschwerden, wenn man rumläuft. Also das ist da nicht so. Es muss aber nicht nur abends sein. Jetzt sind wir nämlich bei einem Thema, was dann sozusagen die Nahtstelle zum Restless-Leg-Syndrom ist. Die ist noch mehr, das werden wir ja dann gleich hören, auf den Abend bezogen. Also die Polyneuropathie, die jetzt nicht mit Restless Legs verbunden ist, die kann durchaus ihre Beschwerden auch tagsüber, aber eben mehr in Ruhe als beim Rumlaufen. So, häufig wird es beim Laufen sogar eher ein bisschen besser. Was passiert eigentlich, wenn es in den Füßen kribbelt? Da kann man sagen, Kribbeln ist ein Zeichen dafür, dass der Nerv Impulse sendet. Ein Nerv ist ja nichts anderes wie ein Bündel von Kabeln, von Telefonkabeln. Und wenn die sozusagen einen Impuls aussenden, obwohl sie gar nichts senden sollten, dann spürt man das als Kribbeln. Also die gute Nachricht davon ist, wenn es kribbelt, lebt der Nerv noch. Wenn es nicht mehr kribbelt und alles taub ist, dann ist der Nerv tot, sagen wir mal. So, und das bezeichnen wir dann als Ausfallsymptom. Das ist zum Beispiel auch eine Lähmung, aber ich sage mal nur 5% oder 10% von Menschen, die eine Polyneuropathie haben, die eine ganz schlimme Polyneuropathie haben, haben Lähmungen. Gott sei Dank haben die meisten überwiegend diese sogenannten Reizsymptome, aber wer sie hat, der wird jetzt sagen, du hast gut reden. Wer abends im Bett liegt und es kribbelt wie wahnsinnig und kann nicht einschlafen, der sagt, lieber wär's mir, wenn der Nerv tot wäre und ich hätte meine Ruhe abends. Das ist eben die unterschiedliche Sichtweise. So, wir haben schon gehört, bei einer Reihe von Polyneuropathien finden wir gar keine Ursache. Das kippt in der letzten Zeit so ein bisschen, weil sich gezeigt hat, dass viele der nicht erklärlichen Polyneuropathien, also die nicht durch Diabetes und nicht durch Alkoholkonsum und so weiter bedingt sind, durch eine Genstörung zustande kommen. Da haben wir uns speziell so ein bisschen mit beschäftigt und wir kennen inzwischen, Achtung festhalten, 50 verschiedene Gene und wahrscheinlich sind es noch mal deutlich mehr, deren Veränderung zu einer Polyneuropathie führen kann. Ich habe gerade gestern einen Patienten, der hat einen Diabetes, aber der Diabetes war eigentlich nicht so schlimm und er hatte der HbA1c-Wert, war völlig normal, hatte Polyneuropathie, die war aber schon relativ lange. Ich habe gedacht, das könnte auch eine vererbte sein und wir haben das untersucht und in der Tat hat er eine entsprechende Genmutation und der Diabetes ist ja nur eine häufige Krankheit, war in diesem Fall mal sozusagen eine Zweiterkrankung, womit ich natürlich nicht bestreiten will, dass Diabetes und Polyneuropathie sehr häufig miteinander kausal verbunden ist. Ja, das habe ich Ihnen deswegen gezeigt, weil bei diesen angeborenen Polyneuropathien sehr häufig der Fuß so ein bisschen komisch aussieht. Wir sagen ein Hohlfuß. Muss nicht sein, kann aber sein. Und sag mal, wenn man eine Polyneuropathie mit so einem Fuß hat, dann lohnt es sich ganz besonders zu gucken. Meine erste Frage ist, von wem haben Sie den Fuß geerbt? Von Ihrem Vater oder von Ihrer Mutter? Und dann hört man meistens, ja, der Vater hatte auch so eine Füße oder die Mutter hatte auch so eine Füße. Dann weiß man schon, aha, hier kann man auch in die Richtung Genetik gehen. Das überschlage ich mal, um nur zu zeigen, es gibt nicht nur an den Füßen Nerven, sondern auch am Auge. Das ist ein Patient, der hat einen Diabetes und hat eine Lähmung eines Nerven, der das Auge versorgt. Kann auch mal sein. Ist aber nicht so häufig. Und das haben wir auch schon kurz gehört, die autonomen Nerven, aber Sie haben beschlossen, dass wir uns heute mit den Füßen beschäftigen und nicht mit dem Darm, der Blase und der Sexualfunktion, dann machen wir das mal so, dann überschlagen wir das jetzt mal. Aber trotzdem darauf hingewiesen sei es natürlich schon, dass bei einer Polyneuropathie diese Symptome, gerade bei der diabetischen, besonders ärgerlich sein können.
So, jetzt kommen wir zum peripheren Nervensystem. Wir haben das zentrale Nervensystem und das periphere. Das zentrale ist Gehirn, Rückenmark. Das periphere sind die Telefonkabel, die das Rückenmark mit den Füßen und den Händen verbinden. Ja, das können wir mal. Was machen die Telefonkabel? Was für eine Art von Information übertragen sie denn? Naja, sie gehen in beide Richtungen. Sie gehen von den Füßen Richtung Gehirn hoch und informieren da über Berührungsempfindlichkeit, über Schmerz, über Wärme und natürlich auch den umgedrehten Weg. So ein Nerv ist keine Einbahnstraße. Sie geben Impulse zu den Muskeln, denn wir sagen jetzt, nimm mal den Fuß hoch, dann geht es natürlich über diesen Nerven, ist eine Information, die von meinem Gehirn über den Nerven zu dem Muskel geht, der den Fuß anhebt. So, jetzt werden Sie fragen, warum fangen denn die Beschwerden in den Füßen an? Könnten ja auch in der Nasenspitze anfangen. Na, das ist ganz einfach. Eine Nervenzelle liegt im Rückenmark und sendet ihre Fortsätze in die Beine und Arme. Und da, wo der Fortsatz am längsten ist, ist es natürlich für die Nervenzelle am schwersten, am Ende hier, sag mal vom Rückenmark bis zur großen Fußzehe, die Ernährung zu betreiben. Dort muss also Ernährung hingeschickt werden durch den langen Fortsatz. Passiert nicht durch den Fuß direkt, sondern entlang des Nervenkabels. Das könnten schon mal, wie weit ist das von hier bis zur Zehenspitze, 1,20 Meter oder so. Also da, wo die Nervenfaser am längsten ist, da fängt es an. Und das sind nun mal die Zehen. Und viele von Ihnen, die eine Polyneuropathie haben, die sagen, 5 Jahre lang hat es in den Füßen gekribbelt. Irgendwie seit kurzem merke ich es auch hier in den Fingerspitzen. Irgendwann fängt es dann auch mal hier an. Aber die Entfernung von hier bis da ist nicht so lang. Deswegen kommt es wesentlich später, wenn es überhaupt kommt. Das überschlagen wir mal. Das können wir jetzt mal überschlagen. Da wollte ich Ihnen nur sagen, dass im Elektrokabel geht es ja mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Im Nervensystem geht es nicht ganz so schnell. Da gibt es bestimmte Nerven, die leiten mit 1 Meter pro Sekunde. Immerhin ist auch schon schnell. Und welche leiten mit 55 Meter pro Sekunde? Also 300.000 Kilometer, das schafft nur das Licht und die Nerven noch nicht. So, gehen wir mal weiter. Jawohl. So, jetzt, wie wird auf Polyneuropathie untersucht? Auch hier darf ich auf meinen Vorredner verweisen, der hat die wesentlichen Dinge schon gesagt. Diese beiden Instrumente, damit verbindet man normalerweise den Neurologen. Noch wichtiger bei der Polyneuropathie ist aber dieses Teil hier, die Stimmgabel. Warum? Weil es gibt Menschen, die haben keine Polyneuropathie und haben trotzdem nicht so lebhafte Reflexe. Also die Reflexe sind die Muskeleigenreflexe, Sie wissen ja, wenn man mit dem Hämmerchen hier draufklopft und es gibt so einen kleinen Ruck im Bein, die sind bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Wenn sie ausgefallen sind, dann ist es schon verdächtig auf Polyneuropathie, aber der ein oder andere hat keine Polyneuropathie und hat auch keine Reflexe. Aber dieses Ding hier, die Stimmgabel, die ist nun ganz besonders bedeutsam, wenn Sie, und das wollte ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Also hier eine Stimmgabel, das eingestrichene A oder was das ist, ich weiß es nicht genau. Hier ist sie nun angehalten und dann schlagen wir die an, dann fängt sie an zu vibrieren. Und Sie sehen, dass sie hier jetzt in Bewegung ist. Und hier ist so eine Einteilung in Achtel, das ist ein Achtel, zwei Achtel, drei Achtel, vier Achtel, fünf Achtel. Wenn jetzt der Patient zum Beispiel hier sagt, ich spüre es noch, und an dieser Stelle, wenn das jetzt an dieser Stelle ist, sagt er, jetzt spüre ich es nicht mehr, dann sagen wir, Vibration ist 2 Achtel. Und normalerweise sollte das erst hier stattfinden, also bei 6 Achtel oder 5 Achtel, das ist so ein bisschen altersabhängig. Bei jüngeren Menschen soll das eher bei 6 Achtel sein, bei Jüngeren bei Älteren bei 4 Achtel. Aber 3 Achtel, 2 Achtel, 1 Achtel geht gar nicht, das ist eindeutig ein Zeichen für Polyneuropathie. Und ist ein ganz einfacher Test und ist aber wirklich sehr informativ. Laboruntersuchungen haben wir auch schon gehört, also zum Beispiel das Vitamin B12. Da kann ich jetzt schon mal dazu sagen, ich bin eigentlich der Meinung, es kostet auch nicht so wahnsinnig viel, das Vitamin B12. Es macht jetzt nicht so viel Sinn, immer ganz viel Vitamin B12 zu schlucken, wenn nicht ein Vitamin B12-Mangel besteht. Also lieber einmal mal Vitamin B12 messen. Wohl muss man sagen, dass die untere Grenze von Vitamin B12 nicht so ganz scharf ist.
Das heißt, wenn man also im unteren Normbereich ist, dann kann man es vielleicht vertreten, auch mal etwas Vitamin B12 zu schlucken. Also, aber wenn es mitten im Normbereich ist oder gar hoch, dann macht es keinen Sinn, das zu schlucken. So, und hier sehen Sie mal so eine Nervenleitungsmessung. Hier ist also ein Nervus voralis, heißt der, ein Nerv, den wir hier mit Elektroden abgreifen können. Und hier sehen Sie, wie das Potenzial aussieht. Und dann misst man die Zeit und nach der uralten Regel, Weg durch Zeit, haben wir dann eine Geschwindigkeit, eine Nervenleitgeschwindigkeit, können wir da berechnen. So, und was findet man da? Naja, entweder ist die Nervenleitgeschwindigkeit bei einer Polyneuropathie verzögert oder die Antwortpotenziale, die man da so ableitet, sind erniedrigt. Gut, das wollen wir jetzt, brauchen wir nicht zu vertiefen. So, jetzt kommt Ursache der Polyneuropathie. Sie sehen, es geht schon langsam dem Ende zu. Ich fürchte, dass ich auch mit meiner Zeit schon langsam am Tranzen bin. Ja, okay, Herr Ochs, gibt mir schon Zeichen. Da gibt es jetzt ganz viele und da verzichte ich drauf, die alle einzeln aufzuführen. Aber trotzdem möchte ich sagen, am wichtigsten ist der Diabetes, am zweitwichtigsten der Alkoholkonsum. Und dann sehen Sie eine große Anzahl von selteneren Ursachen, die aber, wenn man sie hat, möchte man natürlich auf die dann auch behandelt werden. Das ist ja klar. So, das zeige ich das andere noch mal etwas einfacher. So, jetzt kommen wir schon zur Therapie. Und da kann man sagen, das Wichtigste ist natürlich die Ursache beseitigen, setzt aber voraus, dass man eine Ursache finden kann. Also ist es ein Diabetes, dann muss halt der Diabetes optimal eingestellt werden. Und es gibt Vitamin B12-Mangel. Und wie gesagt, die anderen Ursachen, seltenere Ursachen. Am besten ist, man kann eine Ursache fassen. So. Dann haben wir schon gehört, manchmal kann man die Ursache nicht finden, es kribbelt aber trotzdem. Da kann man jetzt nicht sagen, geht nicht, tut nichts. Und da gibt es einige Medikamente, die habe ich hier aufgeführt, die überschlagen wir mal, deren Name brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen aufzuführen. Aber man muss sich bewusst sein, dass mit Einnahme dieser Tabletten die Polyneuropathie nicht weggeht, sondern nur einfach die Missempfindungen, die unangenehmen Missempfindungen unterdrückt werden. Wenn man die wieder absetzt, dann kribbelt es wieder genauso wie vorher. So, und jetzt kommt die letzte Folie. Man hat gedacht, es wäre Polyneuropathie. Dann war ich beim Neurologen und der hat gesagt, es ist keine Polyneuropathie. Kommt, soll ja vorkommen. Also, was könnte es denn dann sein? Da habe ich mal das aufgeschrieben, was mir so einfällt, woran ich dann denken muss, wenn ich dann sage, also am Anfang habe ich vielleicht auch noch an Polyneuropathie gedacht, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Jetzt müssen wir sie mal wohin schicken? Naja. Also es könnte zum Beispiel ein enger Wirbelkanal in der Lendenwirbelsäule vorliegen oder es könnte auch eine Einengung der Beinarterien vorliegen. Es könnte ein Restless-Leg-Syndrom vorliegen, da werden wir ja gleich von Dr. Ebenteuer noch ausführlicher hören, wobei er sicherlich darauf hinweisen wird, es gibt welche mit Polyneuropathie und welche ohne Polyneuropathie. Krampfadern können vielleicht auch mal in Frage kommen. Beinvenenthrombose eigentlich kann man kaum verwechseln, weil man die jetzt nicht so monatelang hat, sondern das ist doch eher etwas Akuteres. So, das wäre es schon. Hier habe ich noch mal so was abschließend aufgeschrieben, so mein Resümee der letzten Jahre. Krankheiten der Wirbelsäule, der Nervenwurzel und der Bandscheiben sind bei Patienten und Ärzten in und werden häufig diagnostiziert. Krankheiten der peripheren Nerven, wie Polyneuropathien, also unser heutiges Thema, werden oft unterdiagnostiziert. Meist wird zuerst ein Computertomogramm der Lendenwirbelsäule veranlasst. Aber ich glaube, ich muss umlernen, denn der gute Besuch heute Abend zeigt mir, dass offenbar die Polyneuropathie inzwischen doch auch angekommen ist und nicht die Computertomographie der Lendenwirbelsäule die erste therapeutische Maßnahme, diagnostische Maßnahme ist. Ich glaube, das war's. Ich bedanke mich. Das ist übrigens die Kasseler Kaskaden und das ist das Kasseler Kaskadenquartett. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Professor. Und wir machen gleich weiter, wie angekündigt, mit Herrn Dr. Ebenteuer. Was er sagen soll, hat er ja schon gehört. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier meine Chefin vertreten darf. Das Thema ist mir schon mehrfach von meinen Vorrednern vorgegeben worden.
Nun, bei diesem Thema Restless-Leg-Syndrom geht es eigentlich um ähnliche Symptome. Es geht um Taubheitsgefühle, es geht um Missempfindungen, Schmerzen, Ziehen, Brennen. Und da ist ja die Frage, wie kann man das abgrenzen? Wie kann man eine Polyneuropathie vom Restless-Leg-Syndrom abgrenzen, beziehungsweise umgekehrt? Oder gibt es auch den Fall, dass beides vorhanden ist? Was ist Restless-Legs? Wir sagen immer unruhige Beine dazu. Restless-Legs ist eine häufige, jedoch nicht diagnostizierte sensomotorische Störung, also eine Erkrankung, die mit sensiblen, also Taubheitsgefühlen einhergeht und auch motorischen Störungen, die durch einen nicht kontrollierbaren Bewegungsdrang oft mit unangenehmen Bewegungen, Empfindungen in den Beinen verbunden ist, nur in Ruhe auftritt und, was ganz wichtig ist, erhebliche Schlafstörungen verursachen kann. Nun, wie stellt man die Diagnose von Restless Legs? Da gibt es eigentlich ganz charakteristische, essentielle Kriterien, davon gibt es 4 Stück. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Bewegungsdrang der Beine, der meist verbunden ist mit sensiblen Störungen unterschiedlicher Qualität oder Schmerzen. Die Patienten berichten von einem Ziehen, von einem Brennen. Es ist sehr unterschiedlich, das kann man manchmal gar nicht wirklich benennen, diesen Schmerz. Diese Phänomene treten vor allen Dingen in Ruhe oder in Spannung auf. Das heißt, wenn der Patient abends zur Ruhe kommt oder schlafen will, dann kommen die Symptome. Das kann manchmal auch im Verlauf mittags sein oder wenn er sich einfach nur hinlegen will. Charakteristisch ist dafür aber auch, dass dieser Schmerz oder diese Missempfindung durch Bewegung gebessert werden oder sogar zum Stillstand kommen. Allerdings nur vorübergehend. Das heißt, man läuft umher im Zimmer nachts, 10 Minuten, dann legt man sich wieder hin und nach wenigen Minuten kann das wieder beginnen. Typisch ist auch eine zirkadiane Rhythmik mit Überwiegen der Symptome am Abend und in der Nacht. Das ist etwas, was sich an den Tagesablauf ausrichtet. Also Schwerpunkt Abend-Nacht, Tagesrhythmus, am 24-Stunden-Rhythmus. Nun, Restless Legs gibt es einerseits als Erkrankung, als idiopathische Erkrankung, die also sozusagen ohne nennbaren Grund auftritt, wobei dort auch eine erbliche Komponente häufig vorkommt. Aber es gibt auch Restless Legs bei anderen Erkrankungen. Dazu sind ganz wichtige zu nennen. Dazu gehören vor allen Dingen Dialysepatienten oder Patienten mit einer schweren Niereninsuffizienz. Patienten mit einem Schlafapnoe-Syndrom gehören dazu. Es gehört auch ein Eisenmangel dazu, der die unruhigen Beine sehr begünstigt. Depression, kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen. Dazu sind vor allen Dingen Bluthochdruck zu nennen und Diabetes. Die Polyneuropathien als Schnittmenge. Und vor allen Dingen, wir in der Elender-Klinik sehen das häufig bei Parkinson-Patienten, die unruhige Beine haben. Wie diagnostiziert man das? Sicherlich erstmal durch die Anamneseerhebung und vor allen Dingen auch die Frage, ob in der Familie Betroffene vorhanden sind. Charakteristisch ist eine Schlafstörung, die der Patient sicherlich sehr ausführlich schildern kann. Der neurologische Befund sollte überprüft werden, allerdings für ein Restless-Leg-Syndrom ist er primär unauffällig. Findet man andere Phänomene, kann man an eine Polyneuropathie denken oder spinale Syndrome oder letzten Endes beides liegt vor. Wichtig bei den technischen Zusatzuntersuchungen ist zum Beispiel die Blutuntersuchung. Wir legen besonderen Wert auf das sogenannte Ferritin. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Begriff irgendetwas sagt. Wir sagen immer dazu Speichereisen. Denn dieser Wert ist erheblich von Bedeutung, was die Verstärkung von RLS-Symptomen anbetrifft. Dazu gehört als erweiterte Labordiagnostik noch Vitamin B12, Folsäure und die Schilddrüsenwerte. Zur Abgrenzung zu einer Polyneuropathie machen wir natürlich auch die Messung von den Nervenleitgeschwindigkeiten, Herr Professor Ferber hat es ja eben erwähnt, und gegebenenfalls auch eine spinale Bildgebung. Das Besondere ist natürlich, dass es eine Schlafstörung ist. Solche Patienten legen wir in das Schlaflabor, denn dort kann man letzten Endes die Restless Legs wirklich nochmal nachweisen. Typischerweise haben die Patienten dann nachts so Beinbewegungen, man nennt das periodische Beinbewegungen, die ein Charakteristikum sind. Wir hatten erwähnt, dass auch Dialysepatienten davon betroffen sind. Das sehen wir immer wieder. Die haben ein besonders schweres Restless-Leg-Syndrom, Häufigkeit 50-65%. Vor allen Dingen Ein- und Durchschlafstörungen sind dadurch gekennzeichnet. Die Patienten weisen eine komplexe Schlafstörung auf mit periodischen Beinbewegungen, mit Atempausen, das sind die Apnoen, und mit einer Schlafstörung.
Solche Patienten brauchen eine besondere Therapie, die kann man nämlich mit diversen Medikamenten therapieren, aber wirklich helfen würde nur eine Nierentransplantation. Und wir empfehlen solchen Patienten immer, sich sozusagen möglichst zeitnah zu transplantieren, oder wir versuchen es vor allen Dingen auch zu unterstützen. Das überspringe ich mal. Jetzt ist ja die Frage Polyneuropathie und Restless Legs. Wie kann man das unterscheiden? Wo sind die Unterschiede und wo sind die Gemeinsamkeiten? Also Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel die sensiblen Symptome. Das sind diese Taubheitsgefühle, Missempfindung und Schmerzen. Temperaturempfindungsstörungen können vorkommen und die Lokalisation ist auch typisch. Es sind die Extremitäten, die Beine vor allen Dingen, aber auch mal die Arme. Bewegungsabhängig, ja, auch da gibt es Gemeinsamkeiten mit der Besserung durch Umhergehen zum Teil. Jetzt kommen die Unterschiede, denke ich, das ist das Wichtigste. Die Schmerzqualität, die von den Patienten beschrieben wird, ist bei der Polyneuropathie eher oberflächlich, brennend, stechend, kribbelnd. Patienten mit Restless Legs beschreiben das eher als tief innen wellenförmig, aber auch brennend. Die Lokalisation bei der Polyneuropathie ist eher strumpfförmig, also da, wo letztendlich auch die Nervenschädigung vorliegt, nämlich meistens hier unten an den Beinen oder an der Fußsohle. Die RLS-Patienten beschreiben das diffus, meistens in den ganzen Beinen und nicht an einer ganzen Stelle lokalisiert. Bewegung bringt bei der Polyneuropathie teilweise oder keine Änderung. Bei Restless Legs ist das zumindest vorübergehend eine deutliche Besserung. Allerdings leider nicht anhalten, sonst würde man ja einfach umhergehen und die Restless Legs wären therapiert. Bei der Polyneuropathie haben wir diese zirkadiane Rhythmik nicht. Bei RLS deutliche Zunahme abends und nachts. Das hier ist etwas, was ich kurz nochmal vorstellen möchte. Das ist zwar eine Studie, aber das soll nochmal zeigen, dass RLS-Patienten vor allen Dingen eine erhöhte Schmerzempfinden haben. Das sehen wir vor allen Dingen, wenn wir solche Patienten neurografieren. Das sind Patienten, die diesen Strom häufig schlecht aushalten können. Das ist ein Charakteristikum. Das kann man zwar nicht als entscheidendes Kriterium sehen, aber das findet man relativ häufig. RLS findet man auch bei anderen sehr seltenen Erkrankungen. Dazu gehören auch genetische Erkrankungen in Form von spinocerebellären Ataxien. Das sind seltene genetische Gangstörungen. Eisen und RLS, das ist ein ganz wichtiges Kapitel. RLS und Eisenmangel, was bedeutet das? Es kommt zu einer Zunahme der RLS-Symptome bei Eisenmangel. Das hat man auch in verschiedenen Studien nachgewiesen. Man konnte also auch im Nervenwasser von RLS-Patienten tatsächlich erniedrigte Speichereisenwerte finden und natürlich vor allen Dingen im Blut. Das heißt, eine Therapiemöglichkeit ist natürlich, das Eisen zu geben, idealerweise in Infusionsform. In Tablettenform geht das auch, aber das ist letzten Endes recht mühselig, weil die Infusion das wesentlich schneller auffüllt. So, und dann kommt noch das Thema Dopamin und Eisen, denn Sie wissen ja vielleicht, dass RLS auch mit Parkinson-Medikamenten behandelt wird. Dazu komme ich noch. Was hat denn jetzt das Eisen mit Dopamin zu tun? Es ist tatsächlich so, dass Eisen notwendig ist, um Dopamin im Gehirn zu produzieren. Warum? Es katalysiert, oder sagen wir mal, es ist ein Kofaktor bei dem Schritt der Thyroxinhydroxylase, die letzten Endes das Dopamin im Gehirn herstellt. So, wie wird nun das RLS therapiert? Also nach wie vor ist die erste Substanz der Wahl L-Dopa bzw. Dopaminagonisten. Das muss man im Einzelfall abwägen. In den Leitlinien steht immer noch L-Dopa als erste Substanz drin. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass Patienten langfristig damit Probleme haben, sodass man dann die Therapie wechseln muss. Andere Substanzen sind sozusagen eher off-label zu den Dopaminagonisten, die dazu geprüft worden sind, sind vor allen Dingen Substanzen wie Pramipexol, Ropinirol und Roticotin. Die Frage ist, wann sollte ein RLS therapiert werden? Also letzten Endes ist das wirklich ein schweres Restless Legs Syndrom. Sind die Beschwerden ständig da? Also ist es klinisch relevant? Man sagt, bei mindestens 5 bis 7 Tagen pro Woche und mindestens über einen Monat.
Und dann natürlich, ob der Patient dadurch beeinträchtigt ist. Es gibt Restless Legs, die sind nur mal sporadisch da. Da muss man sicherlich keine Dauertherapie einsetzen. Also die Therapiebedürftigkeit, um entweder die Arbeitsleistung zu erhalten, was natürlich bei chronischer Schlafstörung sicherlich sich massiv negativ auswirkt, das soziale Familienleben aufrechtzuerhalten oder den Schlaf letzten Endes wiederherzustellen, denn es ist ja das, was der Patient am meisten beklagt. Bei sekundären Restless Legs, also Restless Legs infolge von anderen Erkrankungen, ist die Therapie eigentlich identisch, wobei hier allerdings noch zu beachten ist, dass natürlich die primäre Erkrankung behandelt werden sollte, also bei Niereninsuffizienz natürlich entsprechend Dialysetherapie oder andere Maßnahmen. Die Medikamente, die eingesetzt werden, sind eigentlich identisch. Hier nochmal zum Abschluss eine Übersicht. Wenn man also den Verdacht von Restless Legs hat, gilt als erstes erstmal die Anamnese zu überprüfen und die essentiellen Kriterien festzustellen, ob sie vorliegen. Man kann dann letzten Endes auch technische Zusatzuntersuchungen machen. Dazu gehört die Schlaflaboruntersuchung und vor allen Dingen auch ein L-Dopa-Test, den man sonst eigentlich nur bei Parkinson-Patienten verwendet. Aber die Gabe von L-Dopa würde zumindest erstmal vorübergehend die unruhigen Beine bessern. Wenn man sich da jetzt nicht sicher ist, kann man zur Abgrenzung eben halt technische Zusatzuntersuchungen wie die Elektroneurographie machen und weitere Laboruntersuchungen. Und wichtig ist auch noch die Familienanamnese, weil letzten Endes bei dem idiopathischen Restless Legs Syndrom ganz ein erheblicher Anteil eine positive Familienanamnese haben. Man schätzt ungefähr 50%. So, und dann wäre ich am Ende meiner Ausführungen. Hervorragend, herzlichen Dank. So, jetzt möchte ich mal die Seite wechseln. Bisher haben wir die Mediziner gehört, Kapazitäten haben darüber berichtet, wie man diese Krankheiten diagnostiziert und wie man sie behandelt. Sie alle hier im Saal kennen die andere Seite. Sie kennen das Leiden. Aus eigener Erfahrung nehme ich an, oder vom Partner. Und neben mir sitzt Herr Rolf Giebeler, ein Betroffener. Herr Giebeler, Sie sehen nicht so alt aus wie ich. Ich bin 66 und das dürfte so der Durchschnitt hier im Saal sein. Wie alt sind Sie? Ich werde 55 dieses Jahr. Das heißt, wie lange haben Sie die Krankheit schon? Die wurde vor circa 6 Jahren diagnostiziert, zusammen mit Restless Legs Syndrom. Das eine hat das andere bedingt. Hat sich dann rausgestellt und ja. Wer hat es diagnostiziert? War es der Hausarzt? Das ging von meinem Hausarzt aus zunächst zu einem Neurologen hin, nach Hof Geismar. Anschließend war ich hier beim Professor Dr. Färber dann noch in Kassel, um genauere Informationen darüber zu bekommen und letztendlich zum näheren Einstellen jetzt zwischenzeitlich 2-mal in der Helener Klinik. Wie hat sich denn das anfangs bei Ihnen angefühlt? Kribbeln in den Beinen. Ich habe, wenn ich Treppen gestiegen bin, daneben getreten, ohne es zu merken. Beim Spazierengehen bin ich umgefallen, ohne dass ich wusste, warum, weil die Beinkoordination oder die Augenbeinkoordination nicht funktioniert hat. Das kann man sich dann aber antrainieren im Laufe der Zeit. Dann Schmerzen in den Waden hauptsächlich, dieses Gefühl, was da beschrieben wurde, wie im Schraubstock oder wie in einem Betonklotz. Dann wieder das Gefühl, dass ich etwa bis zu den Knien im Wasser stehe, aber ohne dass da wirklich was passiert ist. Plötzlich auftretende sehr intensive Schmerzen, die dann nach 10, 15 Sekunden wieder weg sind. Also der ganze Baukasten, der hier vorgestellt wurde, eigentlich. Sie müssen das jetzt nicht beantworten, aber was macht so eine Krankheit mit einem? Die steckt man ja nicht weg wie Zahnschmerzen oder einen blutenden Finger. Das ist wohl wahr. Das hat mir auch am Anfang massive Probleme bereitet, nicht nur mir, sondern auch der Umgebung, speziell meiner Frau. Ich sag mal, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, fängt man an, Steine aufzuheben, die man besser hätte liegen gelassen. Im Interesse seiner Umwelt und auch im eigenen Interesse. Man schaut in Abgründe, die man besser nicht reingeschaut hätte. Sie sind berufstätig, nehme ich an. Wie geht Ihr Arbeitgeber, wie gehen die Kollegen damit um und können Sie die volle Leistung überhaupt noch bringen?
Gut, am Anfang war es natürlich ein bisschen problematisch, eine Krankheit zu beschreiben, von der man selber nicht weiß, wo es herkommt. Das ist eine idiopathische Polyneuropathie beschrieben worden bei mir. Das heißt, ohne erkennbare oder greifbare Ursachen. Da passt man sich natürlich erstmal an den Kopf und sagt, der hat sich das Bein gebrochen, also weiß ich, dass das Bein ist kaputt, weil er sich das gebrochen hat. Warum tun mir die Knochen weh? Warum tut mir das weh? Warum habe ich die Schmerzen? Warum habe ich kein Gefühl mehr? Warum kann mir keiner sagen, woran das liegt? Das ist ein gewisser Denkprozess, der da schon mal abläuft im Hintergrund. Und wie gesagt, je näher man sich damit beschäftigt, desto schlimmer wird es eigentlich. Ich habe dann mich mit meinem damaligen Chef und den Kollegen zusammengesetzt. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe versucht, denen das, soweit mir das möglich war, zu erklären. Man hat es akzeptiert, auch dass es mittlerweile im Schnitt 3 bis 4 Wochen Rhythmus zu einem mindestens 2-tägigen Totalausfall meinerseits kommt, weil aufgrund der Schlaflosigkeit nachts ich dann nach dieser Zeit so fertig bin, dass ich einfach, also ich habe schon 17 Stunden am Stück durchgeschlafen. Ach, das könnte ich auch. Aber leider oder Gott sei Dank nicht aus diesem Grunde. Aber eine andere Frage, haben Sie in der Familie bei Großeltern oder so ähnliche Fälle? Das ist der springende Punkt. Das kann so nicht mehr nachvollzogen werden, weil weder die Großeltern noch die Eltern leben. Ich weiß nur von meiner Mutter, dass die auch massive Probleme hatte des Nachts. Ist hier umher gelaufen, hatte auch das Problem, dass sie nur noch kurze Strecken gehen konnte, bis dass sie dann gesagt hat, oh, meine Beine, die tun so weh und meine Waden, es ist wie, als ob die im Schraubstock stecken, das kribbelt und das zwickelt und das zwackt. Ja, väterlicherseits kann ich es auch nicht sagen, wobei das mit diesem Fuß, was da vorhin erwähnt wurde, könnte väterlicherseits kommen, weil ich weiß, dass ich so ein, wie nennt man das, Senkfuß, Hohlfuß? Hohlfuß habe. Ja, jetzt frage ich mal gleich den Medizinmann neben mir. Seit wann ist die Krankheit eigentlich als solche diagnostiziert? Dass der Name englisch umschrieben wird, heißt ja wohl, dass er nicht von den alten Lateinern schon diagnostiziert wurde. Naja, also der Begriff ist ja jetzt nicht englisch. Polyneuropathie, sind lauter griechische. Achso, Restless Legs. Seit wann, Herr Ebenzel, seit wann gibt es Restless Legs? 50 Jahre? Also, Sie erwischen uns. Ja, nein, um Himmels Willen, wir haben genügend aktuelle Probleme, wir müssen nicht zurückgehen. Aber die Frage, die sich mir stellt, hat das was mit der Umwelt zu tun? Ist die jetzt neu erst aufgetreten oder ist man früher einfach drüber weggegangen, weil die Leute größere Probleme hatten? Restless Legs wäre vielleicht. Also ich denke, bei Restless Legs ist die Diagnose, wenn man das weiter zurückverfolgt, gerade auch bei Angehörigen, ist meistens nicht gestellt worden oder die Patienten haben es schon viele Jahre lang und erst in den letzten, ich sage mal, 10, 15 Jahren ist das ins Blickfeld der Öffentlichkeit gekommen, auch die Diagnose. Denn wir haben kaum Patienten, die jetzt schon sagen, ich habe 30 Jahre RLS und ich habe auch seit 30 Jahren schon eine Therapie, weil das schon damals schon festgestellt worden ist. Also ich würde sagen, das liegt noch vor meiner klinischen Zeit. Ich bin jetzt selber 16 Jahre im Geschäft. Und ich sage mal so, das ist wahrscheinlich der Zeitraum, wo das überhaupt aktuell ist, als immer mehr bekannt werdende Erkrankung. Aber dass man das jetzt schon 30, 40 Jahre zurückverfolgen kann als echte Diagnose mit Behandlung, würde ich sagen, nein. Ja, prima. Jetzt nur noch die Frage an Sie. Wirkt denn die Behandlung? Im Moment ja. Das einzige Problem, mit dem ich zu kämpfen habe, sind halt die Schlafstörungen. Das heißt also, ich werde relativ früh müde tagsüber, so 18 bis 19 Uhr etwa. Dann habe ich das Vergnügen, etwa 4 bis 5 Stunden schlafen zu können und der Rest der Nacht darf ich mir das Nachtprogramm von ARD und ZDF in der ersten Reihe angucken. Das kennen Sie, was? Ja, da kommen die Zuschauerzahlen her, wo jeder Mensch sich fragt, wer guckt denn da in der Nacht unbedingt? Aber das sind nicht nur die Leute, die dann arbeiten und nichts zu tun haben, sondern sind leider auch kranke Personen. Ja, Herr Giebler, erstmal herzlichen Dank und ich möchte jetzt noch weiterkommen zu etwas, was auch fürs Fernsehen gut ist und was auch für Sie hier alle gut sein könnte, eine praktische Übung. Ich habe mehrere natürlich. Ich habe Herrn Michael Hoyer gefragt, ob er sich denn ein Opfer mitgebracht hat. Ich hatte schon Angst, er fällt auf mich her. Aber er macht es selbst und an sich viel besser, denn er weiß, an welcher Stelle er dann schreien muss. Darf ich Sie bitten, nach vorne zu treten? Ja, machen Sie es hier oben? Oder? Ja, wir haben das schon abgesprochen. Ich muss nur mal für die Technik sorgen. Ich hoffe, das funktioniert.
Ich bin eingewiesen. Bin ich gut zu verstehen? Dankeschön, das ist das erste Mal, dass ich so ein Ding aufhab. So, wie gesagt, genug der Theorie, jetzt kommt die Praxis. Fallen Sie nicht runter hier? Nein. Da müsste ich mich noch behandeln, um Gottes Willen. Aber es sind ja genug Medizinmänner da, ich bin da sehr sicher. So. Ich bekleide mich auch, so sieht mich jeder, das ist ganz wichtig, vor allen Dingen meine Füße. Jetzt wissen wir auch, warum, wissen Sie auch, warum wir die beiden Stühle nicht hergegeben haben vorhin? Ja, die sind wichtig, denn hier ist die Kollegin, die das Ganze dann übersetzt. Ich mache mich mal ein bisschen sportlich. Sie haben ja jetzt genug der Theorie. Bitte? Sehen leider nichts. Da müssen wir uns noch ein bisschen exponieren. Wichtig ist, dass die Patienten, die Betroffenen, meine Füße und meine Hände dann sehen. Also im Vorfeld darf ich mich natürlich wie alle bedanken im Namen der Physiotherapie der Elena-Klinik für die Einladung, Frau Müller. Meine Vorredner haben ja reichlich Theorie, sie mit reichlich Theorie gefüttert. Jetzt kommt, Professor Färber hat es angedeutet, sehr praktisch und sehr einfach. Man kann auch diese gestörten Telefonkabel, wie er das so schön gesagt hat, also die peripheren Nerven, konservativ behandeln. Das heißt konservativ mit einfachen krankengymnastischen Übungen. Das sieht dann so aus, dass nach der Diagnostik, der medizinischen Diagnostik der Patient weitergeschickt wird an einen Physiotherapeuten, an einen Ergotherapeuten, die muss ich auch erwähnen. Und dieser Physiotherapeut, Krankengymnast, macht dann nochmal einen Befund und schaut genau nach einer Befragung natürlich auch des Patienten, wo die Hauptsymptomatik liegt. Sie haben das ja gehört, theoretisch, Missempfindungen, Taubheitsgefühle, Gleichgewichtsstörungen. Der betroffene Patient hat das ja sehr drastisch geschildert. Treppe gefallen, umgefallen, es kommt zu Gleichgewichtsstörungen, weil die peripheren Nerven, also die Telefonkabel, unter den Fußsohlen gestört. Und das ist natürlich sehr dramatisch, die Sturzgefahr besteht. Also diese beiden großen Gruppen, das heißt Missempfindungen, Taubheitsgefühle in Füßen, Händen, Beinen. Und die kann man natürlich nicht nur medikamentös, das steht natürlich im Vordergrund, behandeln, sondern auch mit physikalischen Maßnahmen, mit kleinen Übungen, mit einfachen Übungen, die der Physiotherapeut dann mit ihnen symptomatisch durchführt. Die Patienten schildern das auch immer sehr eindringlich. Ich laufe wie auf Watte, ich habe immer Socken an, meine Hände stecken in Handschuhen und das behindert mich. Und wie gesagt, mit einfachen Mitteln kann man diese Telefonkabel wieder so ein bisschen stimulieren. Sie sollten, wenn sie neu betroffen sind, wenn das diagnostiziert ist, eine Erstdiagnostik, sofort mit diesen Geschichten anfangen und auch, das haben auch Untersuchungen, Studien gezeigt, dass sie diese einfachen Maßnahmen, die Sie gleich sehen werden, zu Hause fortführen, jeden Tag. Ja? Gut, wir fangen unten an und zwar bei den Füßen. Ich lade Sie herzlich ein, mitzumachen, bitte nur, wer kann, aus Platzmangel wird das nicht allen möglich sein. Ich werde kleine Übungen im Sitzen und im Stehen zeigen. Bitte nur, wer kann, ja, und wer mag. Aber ich lade Sie herzlich ein. Frau Dr. Müller sagte ja schon zu Beginn, sich Regen bringt Segen. Und das kann ich nur unterstützen. So, wir fangen bei den, schauen Sie auf meine Füße. Ich muss leider die Schuhe anlassen. Wir beginnen mit der sogenannten Muskelvenenpumpe. Das heißt, Zehenspitzen und Fersen kräftig bewegen, Durchblutungsförderung. Ich sage immer so ein bisschen theoretisch dabei, damit Sie nicht denken, ich mache da irgendwas mit Ihnen, will Sie ärgern. Fachlich gesehen Muskelvenenpumpe, Durchblutungsförderung. Ja, Venenrückstörung wird gefördert, kräftig auf die Zehenspitzen und die Fersen und der Erhalt der Gelenkbeweglichkeit, ja, ist auch sehr wichtig. Manchmal, sehr selten, kommt es zu Paresen der Fußheber, das ist der hier. Ja, und das ist natürlich sehr wichtig fürs Laufen und sehr ärgerlich, wer betroffen ist, weiß das, damit dann zu laufen. Ja. Also
natürlich zu Hause nicht so ein paar Bewegungen nur, sondern 20 bis 30 Mal diese Bewegung. Das kann man ja zwischendurch immer mal machen, beim Fernsehen zum Beispiel. Jetzt kommt die gleiche Übung bitte, aber wir bauen einen koordinativen Effekt mit ein. Das, manchmal ist die Koordination auch gestört. Koordination bedeutet, jetzt machen meine Füße was anderes, also der linke macht was anderes wie der rechte. Also Zehenspitzen rechts und Ferse links und im Wechsel. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn diese Koordination gestört ist. Ja? Gut, so, ich bin gehalten, mich kurz zu fassen. Jetzt kommen wir zur Muskelkräftigung, die auch manchmal ist die Muskulatur betroffen durch die Bewegungsarmut. Kommt es zur Muskelatrophie, besonders der Beinmuskeln, Oberschenkelmuskulatur. Ganz einfach auch im Sitzen nachzuvollziehen, sie strecken das Bein durch, spannen diesen Oberschenkelmuskel an, diesen großen Oberschenkelmuskel, halten das 10 Sekunden und beginnen, wir haben da unten zwei Sprunggelenke, also zwei Fußgelenke, das eine macht so, das andere macht so und sie drehen, ja, dabei. So, absetzen die andere Seite und wir bringen jetzt was mit rein und zwar diese Übungen bitte auch mal mit geschlossenen Augen machen. Warum? Sie haben das ja schon gehört, meine Vorredner haben Ihnen das theoretisch erklärt, die Sensibilität, Entschuldigung, ist gestört. Es gibt aber auch nicht nur eine Oberflächensensibilität, sondern auch eine Tiefensensibilität. Das heißt, die misst das, die Stellung meines Beines im Raum. Wenn die gestört ist, wissen Sie nicht, wo Ihr Bein jetzt ist. Das heißt also, Sie machen die gleiche Übung von eben mit dem anderen Bein und schließen dabei die Augen. Also ich weiß jetzt genau, mein Bein ist gestreckt und mein Fuß bewegt sich. Bei gestörter Tiefensensibilität ist das nicht der Fall. Ja? Gut, heben Sie sich Ihre Fragen auf. So, wir gehen ganz kurz nach oben. Es ist auch die obere Extremität betroffen, das heißt also Arme und vor allen Dingen die Finger, die kleinen Fingergelenke, die sehr, sehr wichtig sind für den Alltag. Das heißt, auch da müssen wir die Beweglichkeit und die Sensibilität fördern. Und zwar, wir bleiben sitzen und gehen in diese Händehochhaltung. Ja, also ich bedrohe Sie jetzt mit einer Waffe, Sie heben die Hände hoch. Ja, und jetzt kommt eine ganz wichtige Geschichte. Faustschluss ist wichtig. Und jetzt noch wichtiger, die Feinmotorik. Bei vielen Patienten ist die sehr gestört. Das heißt, die sagen, ich muss immer mein ganzes Portemonnaie auskippen, weil ich das hier nicht mehr kann. Die Daumenopposition ist wichtig. Also der Daumen kann sich jedem anderen Finger entgegenstellen, manchmal gestört. Und wenn dann auch noch Taubheitsgefühle hier vorne drin sind, ja, dann ist das noch unangenehmer. Gut. So, das Ganze, wie gesagt, auch mit geschlossenen Augen, die ganzen Übungen, damit die Tiefensensibilität gestört ist. So, jetzt, ich fasse mich kurz, habe ich so ein paar Sachen mitgebracht, ganz einfache Geräte, wo Sie das Ganze so etwas professioneller gestalten. Ich führe jetzt nicht alle vor, Sie sollen sich ja kein Studio zu Hause einrichten oder eine physiotherapeutische Praxis, aber so die gängigen Geschichten, die, glaube ich, jeder auch schon mal gesehen hat. Das ist so das wichtigste Gerät, das ist der sogenannte Igelball, ja, oder Sensiball, sensomotorischer Ball. Damit beginne ich mir jetzt, das ist so ganz einfach, das können Sie für 2 Euro kaufen. Damit beginnen wir oder behandeln wir symptomatisch diese sensiblen Störungen der Hautoberfläche. Das heißt, Sie fangen immer von körperfern an, zum Körpermittelpunkt und rollen dann die Extremität ab, also die Arme, Beine. Vorsichtig bitte, keine starken Reize setzen. Sie wissen, die Schmerzempfindlichkeit ist gestört. Also die Reize, die mechanischen Reize und die thermischen Reize, die man setzt. Also mechanisch ist das hier, was ich mache. Thermisch wäre dann Eis anwenden oder Wärme gibt es auch. So sogenanntes schnelles Eis, die Betupfungen der betroffenen Gebiete mit Eis, wird sehr häufig gemacht. Wir machen das in der Klinik auch. Sie rollen dann die betroffene Extremität ab oder auch manchmal sind nur Hautareale betroffen,
ein kleines Areal, meist ist die Muskelbäuche oder die Endgebiete der peripheren Nerven. Das heißt, Sie bewegen diesen Igel hier in der Hand, ja, oder rollen ihn, und diese Noppen hier dran, also diese Igelstarren, die sagen wir, versuchen die Telefonkabel, die gestört sind, wieder mal so ein bisschen aus der Reserve rauszulocken. Ganz einfach und effizient. Igelball kostet, glaube ich, 2 €. Gibt es auch in anderen Farben, wenn sie auf Rot nicht stehen. Dann das sogenannte Sitzkissen kennen viele aus der Rückstromförderung bei Durchblutungsstörungen und aus der Wirbelsäulengymnastik. Das ist ein Sonderexemplar, wenn Sie sehen können, da sind auch diese Noppen drauf, um die Sensibilität zum Beispiel der Fußsohlen zu fördern. Halten Sie es doch bitte mal hoch. Ja, gerne, gerne. Ich muss das Logo nur abdecken, damit ich keine Werbung mache. Also das ist normalerweise kommt das aus der Wirbelsäulengymnastik, Haltungsschulung, Gleichgewichtsschulung ist ja auch ein Thema, ja, der Betroffene hat das beschrieben, komme ich gleich nochmal ganz schnell drauf zu sprechen, weil es ganz wichtig ist. Wir setzen das ein, um die Fußsohlen zu stimulieren. Ganz einfach, Sie machen das natürlich bitte, ich kann es mal gerne vormachen, schnell. Ich hoffe, dass... Gut. So, also Fußsohlen da drauf und die bekannten Übungen. Ja? Haben Sie 2 Fliegen mit einer Klappe, Durchblutungsförderung und die Stimulation der Endgebiete dieser Stromkabel, die ja da unten aufhören. Ja, und die müssen wieder trainiert werden. Ganz einfach. Gut. So. Es gibt noch andere Dinge. Wir setzen auch immer sehr häufig einfache Hilfsmittel ein, wie zum Beispiel Bürstungen mit leichten, also mit einer milden oder Wurzelbürste, kennt jeder zu Hause, also eine Massagebürste. Bitte eine weiche Form wählen, keine harte, oder diese Massagehandschuhe. Ja, bitte auch da sehr vorsichtig arbeiten bei diesen mechanischen Reizen, denn wie gesagt, die Empfindung ist gestört. Dann habe ich noch ein Anliegen, was für Sie sehr wichtig ist, Sie sollen ja Sport treiben, Sie sollen sich bewegen, das ist ganz wichtig, Sie sollen joggen, Sie sollen laufen und so weiter, Sportarten betreiben. Aber was wichtig ist für Sie aus Sicht der Physiotherapie, bitte auch nach den Behandlungen, ja, die Sie entweder selber machen oder der Physiotherapeut, da gibt es ja vielfältige Formen, ich habe nur einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt, den Sie auch selber nachvollziehen können zu Hause ohne große Mittel. Wenn Sie draußen zum Beispiel Nordic gewalkt sind, wenn Sie gejoggt sind, wenn Sie irgendeine Sportart betrieben haben und kommen nach Hause, bitte immer die Hautoberfläche, besonders der Füße und der Beine, inspizieren. Ja, weil Sie merken kleinste Verletzungen nicht, wenn Sie sich zum Beispiel eine Blase laufen unter den Fußsohlen. Sie gucken nach, ob da irgendwas ist. Denn wenn Sie das nicht bemerken, ist das ein Infektionsherd. Und bitte regelmäßig zu Hause üben. Das wäre es. Ach so, halt, eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen. Das hatte ich ja schon angedeutet, das will ich natürlich auch einlösen. Und zwar Übungen im Stand, ganz kurz, 2 einfache Übungen zur Gleichgewichtsschule. Sie können sitzen bleiben, Sie können aber auch mitmachen, Sie sind herzlich eingeladen. Ganz einfach, manchmal ist, wie gesagt, über die Taubheit der... über die Taubheitsgefühle der Fußsohlen das Gleichgewicht gestört. Ja, es kommt zur Gangunsicherheit, es kommt zu Stürzen. Ja, weil wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen auf Watte oder Ihre Füße sind eingeschlafen und vollkommen taub, das ist natürlich sehr unangenehm und sehr gefährlich. Es kommt zu Stürzen, Sie haben es gehört. Ganz einfach, üben Sie das Gleichgewicht zu Hause. Wenn Sie sehr unsicher sind, dann halten Sie sich bitte fest, und die beiden einfachsten Gleichgewichtsübungen, die wir kennen, die auch zur Diagnostik gehören, ist einfach versuchen, in den Einbeinstand zu gehen. Der Storch, ja genau,
10 Sekunden zu halten, das andere, und Sie werden feststellen, haben Sie da unten Paresthesien, ja, also Taubheitsgefühle, Missempfindung, ist das, schaffen Sie nicht, höre ich da aus dem Publikum, ja, dann haben Sie da schon ein Problem, aber man kann das Gleichgewicht durch Üben wieder schulen und dann, was jeder kennt, also Einbeinstand rechts, Einbeinstand links, bitte mit und ohne Visus, das heißt Augen zu, auch wichtig, um das zweite Gleichgewichtsorgan im Mittelohr zu schulen. Und das andere kennt auch jeder aus der Kindheit, also ich jedenfalls noch, das ist der sogenannte Seiltänzergang. Oder früher sagte man tipptopp, ja, da wurden die Fußballmannschaften ausgewählt. Ja, so tun, als wenn man auf einem Seil entlang geht. Also ganz einfache Gleichgewichtsübung. Und wer da betroffen ist, der wird merken, man ist, das fällt sehr schwer. Ja, und das Gleichgewicht, die Gleichgewichtsstörung bei PNP, bei Polyneuropathie, sind halt sehr gefährlich, weil, Entschuldigung, Sturzgefahr besteht. So, soweit zu meinem Part. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Hoja, für diese praktischen Übungen und diese anschauliche Darstellung hier. Und jetzt nehme ich gleich die Abkürzung, ich komme mal runter zu Ihnen. Jetzt sollen Sie Zeit haben, Fragen zu stellen. Das wird ein bisschen schwierig. Ich muss zu Ihnen jeweils hinkommen und ich gebe auch das Mikrofon ungern aus der Hand. Erfahrungsgemäß kriege ich es dann nicht wieder. Und dann wäre der Abend gelaufen hier. Oh, jetzt versuche ich mal zu sortieren. Ich arbeite mich einfach so nach hinten durch und komme dann auf der anderen Seite zurück. Wenn ich wie das Weberschiffchen hier hin und her mache, dann wird das gar nichts mehr. Wollen wir anfangen? Ja, mein Name ist Ma. Ich habe eine gesicherte Diagnose und zwar sensible Polyneuropathie nach Chemotherapie. Ich habe also sehr viele Probleme mit der Fußsohle, die brennend heiß ist, Tag und Nacht. Medikamente schlagen überhaupt nicht an, beziehungsweise ich vertrage sie nicht. Diese Physiotherapie, das mache ich sowieso. Und ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das bringt einen fast den Wahnsinn. Ich bin früher mit dem Fahrrad so circa 3000 Kilometer gefahren. Nach dieser Krebsgeschichte war es letztes Jahr 168 und dieses Jahr waren es 48 bis jetzt. Ja, wer möchte antworten, Herr Doktor? Ich glaube, ich muss noch scharf geschaltet werden. Ja, jetzt geht's, ja. Das ist ein Problem, was leider häufig nach einer Chemotherapie ist. Gott sei Dank ist es doch häufig, geht das wieder zurück. Also sagen wir mal, Sie haben 2 Jahre Zeit, wenn Sie es länger als 2 Jahre haben, nach Beendigung der Chemotherapie. 4 Jahre ist es schon, 3 Jahre. Tja, dann weiß ich nicht, ob Sie nicht dauerhaft eine Polyneuropathie haben werden. Also wenn es sich zurückbildet, dann ist es doch meistens innerhalb von 2 Jahren. Ja, was man jetzt machen kann, ist eigentlich nur noch die symptomatische, also eine Behandlung mit Symptomen wie bei einer anderen schmerzhaften Polyneuropathie auch. Es gibt da leider nichts ganz Spezifisches. Ich würde mir trotzdem noch mal die Folsäure und das Vitamin B12 bestimmen lassen, kostet nicht die Welt. Aber wenn das normal ist, dann gelten die Regeln, die auch für eine andere schmerzhafte Polyneuropathie gelten. Nochmal eine ganz herzliche Bitte an das Auditorium hier. Bitte nur dann reden, wenn Sie das Mikrofon in der Nähe sehen, denn das wird fürs Fernsehen aufgezeichnet und dann sieht man Sie nur einen Mund bewegen, aber man hört nicht, was Sie sagen und das wollen wir ja nicht. So, die nächste Frage. Ich behalte es in der Hand. Ach so. Kann Polyneuropathie auch durch mechanische Reizung entstehen? Nach Menschenermessen nicht. Muss ich gleich darauf wieder erwidern. Vor circa 1,5 Wochen war im ZDF-Videotext in der Sendung Praxis ein Hinweis darauf, dass durch Nervenquetschung im Fußbereich Polyneuropathie entstehen kann. Und genau dieses Problem habe ich. Ich habe nämlich diese Quetschung beim Wandern 18 bis 23 Kilometern auf hartem Untergrund. Und der Arzt hat bei mir eine leichte Polyneuropathie festgestellt und vermutet, Gendefekt oder so. Ich glaube eher, dass es durch die mechanische Reizung des Wanderns gekommen ist. Ja, kann man weiter nichts zu sagen, Ihnen nur gute Besserung wünschen. So, jetzt komme ich mal hier durch, Entschuldigung. Bleiben Sie sitzen, ich komme zu Ihnen. Da kommt die Kamera,
Mein Name ist Butz, ich habe zwei einfache Fragen. Die erste Frage zu Medikamenten als Ursachen für Polyneuropathie. Gibt es Erkenntnisse darüber, ob Blutdrucksenker, ich denke speziell an Aprovel und Amlodipin, Ursache sein können? Dann könnte man ja vielleicht zu anderen Medikamenten wechseln. Die zweite Frage betrifft die Abgrenzbarkeit von Symptomen für Karpaltunnelsyndrom und Polyneuropathie. Für den Laien sind die kaum abgrenzbar. Kann man die durch Fachleute abgrenzen lassen? Herzlichen Dank. Entschuldigung. Ja, kann ich vielleicht mit der letzten Frage beginnen. Polyneuropathie kann im Rahmen einer Karpaltunnelsyndrom kann im Rahmen einer Polyneuropathie auftreten. Das kann man eigentlich recht gut untersuchen. Wenn ich eine Nervenleitungsmessung des einen Nerven mache und die ist ein bisschen verlangsamt und eine Nervenleitungsmessung des anderen Nerven, der durch den Karpaltunnel geht und der ist deutlich verlangsamt, dann weiß ich, dass ich beides habe. Ich habe ein bisschen Polyneuropathie und zusätzlich noch ein Karpaltunnelsyndrom. Jetzt zu Ihrer ersten Frage mit den Medikamenten. Das ist schwierig. In der Tat gibt es eine Reihe von Medikamenten, aber die von Ihnen genannten zählen jetzt nicht so sehr dazu. Wenn Sie natürlich in den Waschzettel gucken, also ich sage mal, ich gebe Ihnen 100 Euro, wenn Sie mir einen Waschzettel zeigen, wo nicht drinsteht, egal welches Medikament, kann auch mal Kribbeln in Händen und Füßen machen. Steht praktisch in jedem Waschzettel dabei. Das ist natürlich eine Information dann, was soll der Patient damit machen, wenn es bei jedem drin steht. Aber es sind, vielleicht könnten Sie nochmal sagen, es sind nicht die Medikamente, die in erster Linie eine Polyneuropathie machen, die Sie jetzt genannt haben. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also die beiden Medikamente sind nicht typisch für Polyneuropathien. Also wie gesagt, es gibt gerade bei so eher unspezifischen Symptomen wie Brennen oder das kann theoretisch bei jedem Medikament auftreten, wobei diese beiden Präparate es eher nicht sind. Und wenn sie gut eingestellt sind mit dem Blutdruck, würde ich die Therapie eher lassen. Also weiternehmen, Entschuldigung. So, jetzt bin ich hier drüben auf der anderen Seite. Ich habe es ja versprochen. Ja, ich hab eigentlich eine Frage zu dem Vorredner über Nervenquetschung. Das heißt also, meine Laborwerte sind eigentlich in Ordnung. Und keiner weiß was richtig, aber gewandert bin ich auch sehr gern und weit. Und was wäre denn dann da eine Therapie, dass das eventuell, was soll ich da machen? Dankeschön. Also meinen mich jetzt. Also erstmal auf jeden Fall weiter wandern. Also ich würde es wandern nicht sein lassen. Wir haben ja das Thema Bewegung gehabt. Also Bewegung ist gut. Ja, also wenn keine andere Ursache bleibt, ist es ja bei Ihnen in dem Fall auch wieder eine idiopathische, also eine nicht erklärliche Neuropathie und es bleibt Ihnen nur die Therapie, letztendlich der Symptome übrig. Ich denke mal. Oder Herr Ferbert? Also ich könnte höchstens zu dem Mechanischen Ihnen noch und Ihnen vielleicht doch auch noch mal etwas antworten. Wir kennen ja eine von diesen ganz vielen Polyneuropathien, ist wirklich eine, die unter einer besonderen mechanischen Druckempfindlichkeit leitet. Die hat einen ganz langen Namen, die heißt hereditäre Polyneuropathie mit Neigung zu Drucklähmungen, heißt die. Das ist eine genetische Krankheit, die können wir übrigens schon sehr gut untersuchen. Und da ist es nun so, dass wenn man zum Beispiel am Wochenende zu Hause gekniet hat und die Fliesen verlegt hat, dann kann man am nächsten Tag eine Fußheberlähmung haben. Das gibt es durchaus, aber ist nur bei dieser einen spezifischen Polyneuropathie. Also ich kann das andere, ich weiß nicht, wo der Herr sitzt, der das gesagt hat, das andere kann ich so nicht bestätigen. Also bei diesen Patienten, die haben jetzt auch nicht speziell, wenn sie gehen, Schmerzen in den Füßen, sondern die haben eher eine Fußheberlähmung, wenn dieser Nervus peroneus hier am Kniegelenk gedrückt wird. Moment bitte, nicht ohne Mikrofon, das hat keinen Sinn. Ich bin hier drüben auf der Fensterseite im Augenblick. Kommen wir zur nächsten Frage. Besteht ein Zusammenhang zwischen Borreliose, die bei mir verschleppt ist, und Polyneuropathie? Ja, also zunächst mal muss man sagen, Borreliose, was ist gemeint mit Borreliose?
eine Zecke, die gestochen hat und einen Borrelien-Titter hinterlassen hat. Das trifft für etwa 20% aller Menschen zu. Und die haben natürlich lebenslang einen Borrelien-Titter, wie wir sagen. So wie wenn ich bei Ihnen und bei Ihnen jetzt Masern-Titter messen würde, dann würde ich auch einen Masern-Titter finden. Trotzdem würde ich nicht sagen, Sie haben Masern, sondern Sie haben mal Masern gehabt. Also Borrelien-Titter heißt, irgendwann ist mal eine Zecke über mich gelaufen und ich habe mich mal mit Borrelien auseinandergesetzt. So, und es gibt sehr selten in der Tat einen Zusammenhang zwischen Borrelien und Polyneuropathie, aber viel, viel seltener, als es Polyneuropathie gibt und als es Borrelien gibt. So, jetzt bin ich hier hinten gelandet. Sie halten mich ganz schön auf Trab heute. Ich möchte wissen, ob durch eine Periduralanästhesie diese... Was ist denn das? Das ist eine Narkose durch den Rücken, durch das Rückenmark. Das habe ich gehabt bei der Kaiserschnittgeburt meines Sohnes. Und ich möchte wissen, ob das dadurch auch ausgelöst werden kann, dieses Kribbeln in den Füßen oder in einem Fuß. Also ich würde dann eher davon ausgehen, also wenn Sie an beiden Füßen das haben, wäre das sehr unwahrscheinlich. Sollten Sie an einem Fuß eine umschriebene Stelle haben, die taub ist, dann würde ich eher davon ausgehen, dass durch den Einstich vielleicht ein Nerv etwas berührt worden ist und etwas geärgert oder gestochen worden ist. Das Anästhetikum, das sozusagen peridural, das Anästhetikum, also das ist Medikament, was zur Betäubung gegeben wurde, zu einer Polyneuropathie führt, davon ist eigentlich nicht auszugehen. Aber es kann im Extremfall natürlich mal passieren, dass ein Nerv etwas berührt worden ist. Das sollte aber dann nur auf einer Seite sein. So, jetzt hier. Ja, mein Name ist Kulpe. Ich habe eine Frage zu Polyneuropathien, die durch einen Vitamin B12-Mangel ausgelöst sind. Wenn man das erkannt hat und dann Vitamin B12 nimmt, welche Zeiträume muss man etwa rechnen, bis die Polyneuropathie sich zurückentwickelt? Also das hängt natürlich von der Tiefe des Spiegels ab, ob der zum Beispiel unter 100 Mikrogramm runtergegangen ist, aber das kann Wochen bis Monate dauern. Es ist leider nicht so, dass man sozusagen die erste Tablette Vitamin B12 und dann ist alles weg. Also das dauert schon Monate, bis sich das wieder zurückgebildet hat und es kann auch, wenn es sehr lange bestanden hat, auch eine Polyneuropathie verbleiben, trotz dann Vitamin B12-Ersatz. Gleich in derselben Ecke noch eine Frage. Ja, guten Tag, mein Name ist Gabriele Schlott. Ich habe eine gesicherte Small and Large Fiber Neuropathie. Ich leide unter einer sehr starken Erschöpfung und länger anhaltende Schwindelanfälle. Ich werde behandelt mit Lyrica und Tilidin, weil ich eine Medikamentenunverträglichkeit habe. Also was kann ich da tun? Es ist sicherlich eine schwierige Frage, das so spontan zu beantworten, weil letzten Endes die Small-Fiber-Neuropathie schon natürlich klassischerweise mit brennenden Schmerzen einhergeht und Lyrica sicherlich ein, sagen wir mal, leitliniengerechtes Medikament wäre, was einzusetzen. Wenn natürlich jetzt Schwindel und Müdigkeit eine Nebenwirkung sind, kann man natürlich versuchen, auf das ähnliche Präparat Gabapentin zu wechseln, was allerdings in der Regel eher nebenwirkungsreicher ist. Was den Schmerzcharakter anbetrifft, sind natürlich diese ursprünglichen Antiepileptika, die zur Nervenschmerztherapie eingesetzt werden, eigentlich die sinnvollsten. Auf Carbamazepin würde ich auch nicht umsteigen, weil letzten Endes das eine noch höhere Nebenwirkungsrate hat. Also die Frage ist schwierig so zu beantworten. Also, ich leide seit 7 Jahren an Polyneuropathie. Das Schlimme ist, nur seit 2 oder 3 Jahren habe ich einen starken Muskelabbau in den Beinen. Wie kann ich die stoppen? Was kann ich da tun? Da möchte ich auch mal antworten, damit nicht nur Herr Ferbert hier Diskussionspartner ist. Also wenn ein Muskelabbau vorliegt, dann scheint die Polyneuropathie wahrscheinlich fortgeschritten zu sein, dass also motorische Nerven deutlich geschädigt sind, die man also nicht nur bei der Messung, sondern auch selten sichtbar durch den Muskelschwund feststellen kann. Die Frage ist natürlich, welche Ursache hat die Polyneuropathie? Ist es eine der bekannten Polyneuropathien mit den häufigen Ursachen oder ist es eine seltene? Das heißt, man sollte nochmal Anstrengungen unternehmen, falls nicht schon gesehen, die Ursache abzuklären, um eine möglicherweise behandelbare Polyneuropathie festzustellen.
So, jetzt muss ich nochmal hier hinten durch. Entschuldigung. Noch, da bin ich. Sekunde, jetzt laufe ich auch noch durchs Bild. Gut. Ja, mein Name ist Winkel. Ich habe seit 6 Jahren einen Rückenmarkskrebs, der auch behandelt wurde. Und hatte vor 4 Jahren die Chemo und auch mit Thalidomid. Und daher ging das von den Füßen hoch und habe es jetzt bis zu den Beinen und den Händen eigentlich eine relativ starke Polyneuropathie. Ich habe mein ganzes Leben lang viel Sport betrieben und mache das eigentlich auch weiterhin jeden Tag. Und ich habe also das Gleichgewicht eigentlich wieder gewonnen durch viele Übungen, indem ich also morgens schon mal aufstehe und nur auf einem Bein die Zähne putze und dann so einen Frisbee-Ball mit Luft gefüllt, indem ich täglich mindestens 10-mal drauf bin. Also ich mache alles Mögliche und konnte auch die Erhaltungstherapie vor einem halben Jahr absetzen, weil ich gesagt habe, ich mache das einfach nicht mehr weiter, aber es geht einfach nicht so zurück, wie ich es gerne hätte. Obwohl ich jeden Tag 5 bis 10 Kilometer laufe, auch noch Golf spiele. Und habe mir also auch vor 1,5 Jahren so ein Hit-Top-Gerät, dieses Hochfrequenzgerät besorgt, das ich also auch jeden zweiten Tag um die Oberschenkel mache, auch Unterschenkel. Aber auch dort ist keine allzu große Besserung ersichtlich. Die Frage einmal zu dem Hochfrequenzgerät, weil ich das anfangs gesehen habe, dass das so vielleicht nicht ganz so das Richtige ist. Ich meine, ich habe nichts Negatives, aber auch nichts Positives. Auch die Tabletten haben also nicht groß geholfen. Was kann man da noch machen oder gibt es da spezielle Dinge, die man noch anwenden kann? Ja, vielen Dank. Ja, zu dem Gerät noch kurz. Es gibt halt zu diesen Arten von Therapien keine gesicherten Studien, die einen überwiegenden Nutzen nachweisen können. Es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das was bringt. Wenn es Ihnen also als Therapeutikum hilft, machen Sie es ruhig weiter. Aber es gibt ja nicht die generelle Aussage, dass man so eine Therapie jedem empfehlen könnte. Was im Grunde fortgeschrittenen Ausfälle betrifft, das hat man eben schon gesagt, was da im Grunde durch Medikamente zerstört worden ist. Wenn der Nerv also nicht mehr vorhanden ist, dann ist es ganz schwierig, das wiederzubekommen. So, wo sehe ich noch einen Finger? Jetzt muss ich einmal quer durch die Botanik. Moment. Entschuldigung. Bisher habe ich noch keinen getreten. Es wird, ich komme. So, bitteschön. Ja, guten Abend, Blum heiße ich. Die Leute, die ich kenne, die diese Krankheit haben, haben es alle mit dem Herz. Also wir schlucken jeden Tag Herzmedikamente und da habe ich meinen Kardiologen schon mal gefragt, kann es sein, dass es von Herzmedikamenten kommt? Und er hat gesagt, das ist durchaus möglich. Ist das durchaus möglich? Ja, das Thema hat man eben schon. Im Prinzip könnte jedes Medikament es auslösen. Das eine mehr, das andere weniger. Ja. Wenn Sie, aber was ist nicht das Herz, ne? Also erstmal ist natürlich logischerweise das Herz wichtiger. Wenn Sie natürlich noch viele Medikamente einnehmen, ist es noch schwieriger herauszufinden, welche Kombination dahinter steht. Also ich versuche trotzdem ein glücklicher Mensch zu sein und nicht dran zu denken, obwohl ich manchmal sage, die bringen mich noch im Verstand, die Füße. Ja. Und jetzt nur auch die Hände noch. Sie sehen, positiv denken heilt auch, zumindest verlängert es das Leben. Ein Ärmchen kommt von hier, 2, 3, jawohl, Sie machen das für mich. Dankeschön. Ja, also viele versuchen das ja durch Tabletten zu beheben und ich habe mich jetzt gefragt, ob vielleicht die Akupunktur auch eine Möglichkeit wäre, dagegen anzugehen. Ja, ich bin selber kein Akupunkteur, aber ich habe in unseren Fachzeitschriften gelesen und Studien gelesen, dass man ganz bestimmte Formen der Akupunktur, der Polyneuropathie, der PNP durchaus positiv beeinflussen kann. Es muss allerdings eine genaue Diagnose, ein genauer Befund gestellt werden und es muss natürlich ein guter Therapeut sein, ein guter Akupunkteur. Ja, also
ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber da gibt es auch viele, die das so auf Wochenendseminaren oder Ähnliches gelernt haben. Es muss ein wirklich gut ausgebildeter Akupunkteur sein. Und man muss Geduld haben. Also nicht denken, nach einer Sitzung ist meine gesamte Polyneuropathie geheilt. Ich habe noch eine zu den beiden Vorrednern, was aus Sicht der Physiotherapie zu sagen, und zwar Polyneuropathie nach Chemotherapie. Der Erstredner zum Beispiel hat das angesprochen. Da ist etwas zu erwähnen, nach einer Chemotherapie bitte die physikalische Therapie, die Physiotherapie bitte in enger Absprache mit Ihrem Arzt, weil eine große Kontraindikation besteht in Eisanwendungen nach ganz bestimmten Gabe von Chemotherapeutika. Ich frage jetzt mal Professor Ferber, ich habe gelesen, das Platinpräparat, also Oxyplatin oder sowas, da ist es, ja, also das müssen Sie in engster Absprache mit Ihrem behandelten Arzt nehmen und dem Physiotherapeuten das auch sagen, Finger weg von Eisanwendungen und packen Sie auch nicht ins Kühlfach Ihres Kühlschranks ein. Ja. Moment bitte. Denken Sie ans Fernsehen. Das Fernsehen. Ich wollte nur eine kurze Frage noch stellen. Kann man mit Reiztherapien irgendwas noch bewirken? Akupunktur oder Tänzgeräten, dass man die Nerven irgendwie mit irgendeinem Gerät reizt, dass da irgendwie wieder was zustande kommt? Es muss da irgendwas geben, was das ein bisschen lindert. Tja. Mal einen Satz vielleicht dazu. Sie haben vorhin so ausführlich berichtet, was Sie alles gemacht haben. Bewegungen und Fahrradfahren, dies und jenes. Ich glaube, das hat 999 Promille geholfen und ein Promille hat vielleicht auch das Reizstromgerät noch nachgeholfen. So, jetzt muss ich nochmal durchs Bild laufen. Ich wollte gerne wissen, weil nach meinen Informationen hat es ja etwas mit Alkohol und auch mit Medikamenten zu tun. Und auf das Thema Alkohol ist gar nicht eingegangen worden. Ich wollte gerne wissen, handelt es sich dabei um Alkoholmissbrauch, weil in Medikamenten ist ja auch zum Teil Alkohol drin. Und da wollte ich gerne mal ein bisschen mehr darüber wissen. Alkoholexperten nach vorne. Ja, Alkoholexperten. Also ich denke mal, die Menge in Medikamenten, die üblichen Medikamente dürften nicht das Problem sein, aber Alkohol an sich schädigt die Nerven definitiv. Es gibt also keine Grenzmenge, dass Sie am Tag, was ich, drei Bier trinken können, nichts passiert. Also man kann im Grunde nur dazu raten, mit Alkohol generell maßvoll umzugehen und wenn Sie halt Neuropathiebeschwerden haben, kein Alkohol mehr, ganz eindeutig. Es geht aufs Ende zu, ich komme schneller. Ich habe Fußreflexmassage bekommen und die hatte mir gut geholfen. Kann das sein? Wer hilft, hat recht. Bei der Frage sage ich immer, wer oder was heilt, hat recht. Wenn Ihnen das gut bekommen ist, machen Sie das weiter. Ich bin wieder in der vorletzten Reihe. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ein verengter Spinalkanal, kann der auch die Symptome machen von Polyneuropathie? Ja, das kann durchaus sein. Zumindest einige Symptome können sich ähneln, aber der ganz wichtige Unterschied ist, dass beim engen Spinalkanal längeres Gehen die Sache eher schlechter macht. Also die Patienten, die Betroffenen müssen nach 100 Metern oder nach 200 Metern sich hinsetzen, dann wird es langsam wieder besser. Und wenn Sie im Bett liegen, ist es eher besser. Also das ist ja jetzt ganz anders als bei der Polyneuropathie. Andere Beschwerden können durchaus ähnlich sein. Als Laie und Nicht-Betroffener habe ich den Eindruck, es kann sich gar nicht um eine Krankheit handeln. Es müssen ganz viele sein. Ich habe eine Frage. Bandscheibenvorfall und Polyneuropathie stehen im Zusammenhang? Nein. Das war eine kurze Antwort. Hat noch jemand eine kurze Frage? Moment, oh ja, hier hinten an der Bar. Ich hätte gerne gewusst, inwieweit MGOS... Entschuldigung, was ist das? Monokulare Kammopathie. Ja, Professor Ferber weiß das besser. Aber die übrigen Zuhörer vielleicht nicht. Bitte? Die übrigen Zuhörer vielleicht nicht. Okay. Und hätte gerne gewusst, inwieweit das ineinander zahnt, weil die Symptome sind ja bei mir zumindest die gleichen.
Also es wird bei der von Ihnen genannten Krankheit ein falsches Eiweiß gebildet. Das ist in den meisten Fällen nicht weiter schlimm für den Rest des Körpers, aber kann den Nerven ärgern. Also eine monoklonale Gammopathie, war doch, das meinten Sie doch, ne? Ja. Und das ist eine relativ häufige, also ich müsste jetzt mal überlegen, bei über 75-Jährigen haben, glaube ich, bereits 5% der Bevölkerung haben dieses. Es ist also eine relativ häufige Störung. Und warum es im Einzelfall mal eine Polyneuropathie macht und warum andere keine Polyneuropathie darunter bekommen, wissen wir noch nicht. Aber sag mal, die praktische Konsequenz ist, dachten wir früher, wir müssten die Zellen abtöten, die dieses falsche Eiweiß produzieren. Das haben wir inzwischen verlassen. Das ist eine viel zu eingreifende Behandlung und viel zu gefährlich für diese Erkrankung, die außer der Polyneuropathie ja sonst keine Folgeschäden für den Körper hat. Meistens. So, jetzt schleiche ich mich nochmal hier in den Gang. Also in dem, der Frage der genetischen Veranlagung, gibt es da eine Aussage drüber, ob das dann im Zusammenhang mit dem Lebensalter sein könnte? Dass da, also wenn eine genetische Veranlagung da ist, die Polyneuropathie im bestimmten Lebensalter nicht auftritt, also zum ersten Mal nicht auftritt oder auftritt? Vielen Dank, die Frage ist wunderbar. Man denkt nämlich, angeboren, ja, da muss der doch schon mit 3 Jahren eine Polyneuropathie gehabt haben. Falsch, es ist nicht so. Ich habe Ihnen vorhin gerade ein Beispiel genannt von einem Herrn, der einen Diabetes hat und bei dem wir letzte Woche eine genetisch bedingte Polyneuropathie gefunden haben. Und da haben die Beschwerden auch jenseits der 60 angefangen. Also es ist nicht so, dass genetisch nur dann ist, wenn es schon seit Kindheit besteht. Ganz klare Aussage. Ja, herzlichen Dank allen, die diese vielen Fragen gestellt haben. Entschuldigen möchte ich mich bei den Herrschaften oben auf der Empore. Ich habe es leider nicht hochgeschafft bis zu Ihnen. Aber vielleicht haben einige der Fragen auch Ihnen auf der Zunge gelegen, die hier unten gestellt wurden. Herzlichen Dank den Experten auf dem Podium. Sie haben kurz und knapp und verständlich geantwortet. Und jetzt kommt noch die Frau Dr. Müller. Ich möchte den Referenten und vor allen Dingen auch Herrn Ochs recht herzlich Dankeschön sagen. Und vielleicht klatschen wir jetzt erstmal dazu. Vielen, vielen Dank. Sie haben so schön referiert, aber auch wunderbare Antworten gegeben, denke ich, kann ich sagen. Und wir haben jetzt erstmal eine Sommerpause bis zur nächsten Veranstaltung, aber die nächste Veranstaltung kommt im Herbst, in der ersten Herbstwoche, wieder an einem Dienstag von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Dann geht es um die Spielsucht, zu der ich Sie natürlich auch recht herzlich einlade. Und wie gesagt, Sie können diese Veranstaltung nochmal komplett in der nächsten Woche sich im Internet anschauen oder im offenen Kanal. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie gesund.